Willkommen Leute zu einer neuen Runde Paladins. Heute nach Ewigkeiten mal wieder als Barrick. Einem Tank, der meiner Meinung nach ein bisschen underrated ist. Denn wir haben hier eine Taktik, mit der es sich eigentlich ganz gut leben lässt. Und zwar spielen wir mit folgendem Deck. Raketenzeit, Raketenstiefel, Abklingzeit um 7 Sekunden reduzieren und danach einen Schild und für 1500 Lebenspunkte erhalten. Und dazu die Legendäre, dass wir 30% schneller angreifen. Das Praktische hierbei ist, wir können schnell mit unserem F abhauen, kriegen danach ein heftig dickes Schild, mit dem wir ordentlich arbeiten können. Und die Legendäre sorgt dafür, dass wir extra Schaden machen. Also, beziehungsweise schneller Schaden machen. So, ja, hier seht ihr es erstmal, wie schön dieses Schild ist. Dem einen oder anderen wird schon aufgefallen sein, das ist eine sehr seltsame Konstellation, die wir hier haben. Wir haben auf der einen Seite Torwald und Ash gegen Terminus und Barrick mit Genos und Pip-Heal. Ja. Also, Pip-Heal ist ja schon eher selten, dass man das mal sieht. Und bei den Tanks, ja, da hat es sich begeben, dass Inara, Makoa und Ruckus gebannt waren. Und da blieb ja nicht mehr viel übrig. Um genau zu sein, blieben nur diese vier Tanks übrig. Sehr bedauerlich. Aber zum Glück hat sich das in OB70 jetzt ja auch ein bisschen geändert. Denn mit der Freischaltung von Khan wird es übrigens jetzt auf jeden Fall 8 Tanks zur Auswahl geben. Das heißt, selbst wenn jemand 4 Tanks bannt, wird es nicht dazu kommen, dass ein Team gezwungen ist, Solo-Tank zu machen. Also von daher hat Hyrus ganz gut mitgedacht, den Tank als erstes mitzulesen. Vor allem Khan dann noch zu buffen, dass er brauchbar wird. Und jetzt warten wir hier mal. Wo ist eigentlich unser Healer? Wo ist der eigentlich? Hallo, Pip? Was macht Pip denn da hinten? Guckt euch das mal an. Alles klar. Guten Tag, mein Name ist Pip. Ich bin Healer und gehe jetzt flankieren. Coole Sache. Freut mich richtig. So, ich bin wahrscheinlich gleich tot. Ash von hinten. Lian von vorne oder umgedreht. Das ist, spielt keine Rolle. Nicht so geil. So, Terminus. Stirbt. Sehr cool. So. Du entkommst mir nicht. Und diese Torwaldschilde, ne? Als Ash mal ganz low, was passiert? Torwaldschild ist da und plötzlich lebt sie wieder. Was heißt plötzlich lebt sie wieder, aber dadurch können wir sie nicht killen. Uiuiui. Ui, ui. Ja, der hat wohl mal völlig gelitten hier, der Genos. So, aber der ist down, das ist gut. Healer weg. Jetzt kümmern wir uns um Ash. So, schon wieder Torwaldschild. Das darf doch nicht wahr sein. Und Ash entkommt mal wieder mit dem Leben. Okay, müssen zwar nachladen, aber den Kill, den lasse ich mir nicht hingehen. So, jetzt tasten wir uns mal ein bisschen nach vorne hier. Na, vorsichtig. Und packen wir einmal mal schön unser Schild hin. Können jetzt einen bequem zurückziehen. Wisst ihr Leute, das Berg-Schild, das ist einfach. Das ist einfach Classic. Old but gold. Du stellst dein Ding einfach irgendwo hin und dann ist sofort für dein ganzes Team, das sagen, Leute, hier können wir mal ein bisschen pushen, denn jetzt haben wir da Schutz. Ja. Hat hier nicht so viel gebracht, aber ich finde einfach das Berg-Schild, das ist richtig gut. Das ist groß. Das deckt eine gute Fläche ab. Du kannst sie dahinter stellen, direkt dahinter oder so, ne? Und es fängt ordentlich Schaden ab. Also, von allen Schildern, von allen Schildmöglichkeiten, finde ich Barrys Schild schon ziemlich, ziemlich cool. Weil er sich dabei eben auch noch frei bewegen kann, wenn er dieses Schild irgendwo hinpackt. Das kann ja zum Beispiel Makoa nicht, außer mit seiner legendären. Aber wenn man das so von allen Tanks betrachtet, was die Schildfähigkeiten angeht, ja, da würde ich schon sagen, das Schlechteste, was Schild angeht, ist logischerweise Inara, aber danach auch direkt Khan. Weil Khan ist, hat quasi ein Schild, ein bisschen so wie Terminus, nur in schlecht. Weil Terminus sein Schild in jede beliebige Richtung drehen kann, nach oben, nach unten, nach hinten, nach vorne. Und Khan kann es nur nach vorne packen. Er könnte also keinen Schaden von oben abfangen. Beide haben quasi Schilder für sich selbst, die sie aufladen können. Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich lädt Khan sein Schild ein bisschen schneller auf als Terminus. Das würde ich mal vermuten.
Aber da kommt dann natürlich auch wieder der Punkt mit hinzu, dass du Khans Schild mit Schildzerstörer zerstören kannst, was du bei Terminus Schild nicht machen kannst. Und daher würde ich schon sagen, was Schildfähigkeit angeht, ist Khan leider doch ziemlich schlecht aufgestellt. Auch mit dem Buff jetzt. Ach, super Ulti. Erstmal ins Feuer stellen, so will ich das doch sehen. nein, jedenfalls. Ja. Der Buff hat ihm zwar nicht, hat ihm zwar was gebracht in Bezug auf sich selbst, aber sein Schild ist eben trotzdem keine wirklich brauchbare Fähigkeit für sein Team. Die hilft ihm eigentlich nur selbst beim Überleben. Es sei denn, jemand stellt sich hinter Khan, aber das ist ja auch eher selten der Fall. Boah, der Damage. Soll ich mal abhauen hier? Oh, packen wir hier das Schild hin. Danke, Pip. Oh, der knallt ordentlich, der Heal. So, mal kurz 2400 auf meinen Nacken. Das ist ordentlich. Das ist richtig ordentlich. Und dieses schöne Schild, was wir jedes Mal bekommen für 4 Sekunden, hilft uns wirklich sehr gut beim Abhauen. Neil in einen Sinnkonter rein. Au, au, au. Das ist mir schmerzhaft. Das ist sehr schmerzhaft. Lian hat eine starke Ulti, aber die die Flankierer können sie eigentlich meistens relativ leicht kontern. Sinn kann sie wortwörtlich kontern. Androxos kann sie in seinem Reversal einfangen. Eevee kann sich eigentlich meistens rechtzeitig entweder rausblinken oder mal kurz wegfliegen. Da treffen dann nur noch die Lians, die gutes Aiming haben. Und auch eine Eevee im Flug mal kurz erwischen. Es ist schwierig. Ja, okay. Positiver Aspekt, die hat ihre Ulti gerade völlig gewastet. Negativer Aspekt, Terminus ist trotzdem tot. So, 100 Euro, dass Ash gleich ein Torwaldschild bekommt. Ja, ich würde sagen, ich habe 100 Euro gewonnen. Oh, 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 was war das denn für eine Ulti? Eieiei. Pip ultet Ash, die offensichtlich 70% CC-Immunität in ihrem Deck hat. Von daher sofort wieder rauskommt aus ihrer Hühnchenform und dazu stirbt er auch noch selber. Das ist richtig übel. Okay, jetzt macht Torwald Druck, jetzt macht Torwald Druck. Aber, der Pipil wieder mal zur rechten Zeit. Oh! Eieiei, jetzt ist Ash aber auch hier mit dabei. Hilfe, Hilfe! Was macht er denn? What? Was hat Torwald denn da gerade gemacht? Wollte er mich solo ulten? Da war niemand außer mir in dem Bereich und er ultete einfach. Das nenne ich asozial. So. Oh, hi, Lian. Wir ballern da einfach mal mit rein. Wir verteilen den Ausbrenner. Und bleiben erstmal hier ein bisschen, um zu regenerieren. Okay. Wir müssen wirklich regenerieren. Das geht so nicht. Oh, full. 3400 Lebenspunkte am Start. Und hier kommt auch noch Ash mit dazu. Eieiei. Gehen wir mal so und ballern so rein. Ja, guck mal hier. Ja, 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 ja. Okay. Turmchen hin. Das schießt dann auf jeden, der meint, er müsste von hinten kommen. Allerdings sind das nicht so viele, aber trotzdem. Kann man das ja sicher einfach mal da hinstellen. Eieiei, was ist denn hier los? Torwald ist low. Torwald ist noch low. Ja, gut. Pip hat den Kill gemacht, aber Triple Kill für Ash. Was? Eieiei. Au, au, au. Ja. Sie will es, sie will es, sie will es. Sibylle, sie will es. Okay, ich werde wahrscheinlich noch sterben. Ja, war doch klar. Aua. Schauen wir mal zwischendurch einen Blick auf die Stats. Und sehen. Ist ja ganz gut. Da, 3, 2, 12. 9 Kills für Sinn. Terminus ist schon 9-mal gestorben. Was ist mit dem Jungen schief? Das sieht gar nicht gut aus. 9-mal gestorben, das ist als Terminus. Der Junge macht irgendwas falsch. Heilungstechnisch hält Pip leider nicht so gut mit. Sehr bedauerlich. Damage-technisch stehen wir ganz gut da. Gut, es steht 2 zu 2. Aber wir haben eine Ulti. Nein, wir haben natürlich 2 Ultis. Und Drogos Ulti ist eigentlich fast aufgeladen, genauso wie Pip. Und Terminus Ulti ist auch relativ da. So, Boots! Alle Gegner hier. Na, dann packen wir da mal unser Schild rein, ne? Mit einem schönen Flammenwerfer. Okay, hi Tyra. Ich würde da mal gehen. Okay, für Tyra. Und ich bin low.
Guten Tag. Erstmal abhauen. So. Stell dir ein Türmchen hin. Okay, Lian ist da drin. Relativ low, relativ low. So, bam. Sehr schön. Terminus holt sich Tyra. Ganz wichtig. Snipen, snipen. Ah, oh, den Genos, den werden wir nicht kriegen, ne? Nein. Wir können auf Lian den Ausbrenner verteilen. Und, uiuiui, nicht sterben, bitte. Bam. Der Turm da ist übrigens mega geil platziert, denn wenn jetzt einer auf den Punkt kommt, wird er wenig Zeit haben, diesen Turm irgendwie auszukontern. Jetzt stellt euch mal vor, ihr kommt auf den Punkt. Da stehen welche auf dem Punkt, ihr müsst euch auf die konzentrieren, aber von hinten schießt ein Turm auf euch. Ja, da habt ihr wahrscheinlich andere Prioritäten, denn wenn, dreht ihr dann dem Spieler, gegen den ihr kämpft, den Rücken zu. Dann wird der euch höchstwahrscheinlich fertig machen. Aber wenn ihr weiter euch auf den Spieler konzentriert, wird das schöne Türmchen sich um euch kümmern. So, Feuer habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, deswegen gehe ich. Okay, eingenommen haben wir es wieder. Alter, sind die low. Hallo, Tyra. Alle relativ low da, alle relativ low. Aber diese Schilde und dann auch noch natürlich mit der Danke-Opa-Legendäre. Das ist einfach grauenhaft. So, wir stehen jetzt hier oben und verteilen einfach durchgehend Ausbrenner 3. Wir hauen den raus. So, Droos holt sich Ash. Ja, guten Tag. Ihr seht, ihr habt vielleicht in dem kurzen Moment mal gesehen, der Genos spielt ja die Damage-Legendäre, unglaublich. Also, dass er mehr Damage macht. Völlig gestört eigentlich, wenn du Single-Healer bist. Vor allem, Hashtag Spoiler, so atemberaubend war sein Damage am Ende nicht mal. Also, es hat sich überhaupt nicht gelohnt, diese Legendäre zu picken. Okay, down, nice. Das sieht ganz gut aus, diesmal kommen wir so weit, wie wir bisher noch gar nicht gekommen sind. Okay. Hauptsache, die steht genau vor mir und ich treffe keinen Schuss. Pro. ESL, ich komme. So. Oh, sehr schön, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Oh, jetzt kommen die Ultis. So, bam. Schön, guten Tag. Tyra Ulti? Interessiert mich nicht. Verreck. Tschüss. Und das ist der Sieg. Zweimal ausgeglichen, einmal durchgepusht. Wenn wir mal den Punkten so schauen, sehen wir, damage-technisch voll gut da eigentlich. Wirklich ordentlich. 24 Assists, einsame Spitze. Credits haben wir die meisten. Wir haben richtig viel Damage gemindert. 106.000 ist eine gute Zahl für einen Barrick. Ordentlich. Natürlich Sinn und Drogos hier auch. Sehr starke Anteile. Sinn mit 17 Kills, Wahnsinn. 15 Kills für Drogos auch richtig gut. Und der Damage natürlich sowieso. Aber wir haben ja als Barrick definitiv unseren Teil dazu beigetragen. Vor allem haben wir Terminus ausgeglichen, der mit 20k Damage und 11 Toten wirklich alles andere als gut abgeliefert hat. Muss man leider so offen sagen. Pip hat sich am Ende des Matches ja auch noch gefangen und mal gemerkt, ach ja, ich bin ja Healer. Und hat dann angefangen zu healen. Das finde ich gut, ist in Ordnung. Alles in allem war es doch wirklich ein akzeptables Match. Und hat auch gezeigt, Barrick ist da alles andere als tot oder sowas. Bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.